Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Mr. TNW. Falls euch der Podcast gefällt, liken, abonnieren. Weitere Folgen sind in der Playlist. So, fangen wir auch direkt an. Gestern war das Klassiko Dortmund gegen Bayern. Also, wie man gesehen hat, erst ganz am Anfang früh Kobel Eigentor. Dann kam hier Müller. Also, es hat wieder gemüllert. Und hinterher 4-2. Also das heißt, aber kann man noch nicht sagen, aber viele sagen, dass Bayern jetzt deutscher Meister zum 11. Mal ist. Wir werden es sehen. Union Berlin hat ja auch noch gestern hier Machtbord zu reden. Also die sind jetzt auch noch knapp drin. Also wird eng. Also kommt drauf an. Also wenn jetzt Bayern irgendwie verliert noch, dann können die anderen drankommen. Wenn nicht, ja. Dann sind es 11. Mal hintereinander zum deutschen Meister. Ja, das war doch, wie gesagt, dann ist jetzt demnächst noch DFB-Pokal. Dann noch hier Champions League, Man City. Genau, Haaland ist jetzt auch. Gut. Genau wie hier. Goretzka und so. Ja. Und, das war da auch schon mit Fußball. So, Lebensmittel. Ihr kennt ja, wenn ihr im Supermarkt geht, die Lebensmittel werden immer ausgetauscht oder sonst wird. Wenn die nicht mehr laufen, gehen die auch weg. Wie man sehen kann, und was euch wirklich noch aufgefallen ist, heimlich werden die Preise erhöht. Also zum Beispiel Müllermilch, 99 Cent damals gekostet, im Angebot auch. Jetzt irgendwie 1,50, 1,39, so bald 2 Euro. Und im Angebot, wie die früher gekostet hat, 99 Cent oder 89, 79 Cent. Also Leute, wird es auch dir dann, also die Preise erhöhen dazu. Ja, alles wird teurer durch die Inflation, die ist da. Vieles gibt es dann auch nicht mehr. Irgendwie, wenn das nicht mehr läuft, wird vom Markt genommen zum Beispiel, was wir lieben oder haben wollen. Oder erfinden irgendwas Neues, was nicht schmeckt. Alles Katastrophe, also. Damals, ey, boah, ich weiß noch, kennt ihr noch damals diesen Fofo-Joghurt? Da, wo die Figur drin war, also so eine Figur in der Mitte, den haben sich viele zurückgewünscht. Den gibt es auch nicht mehr, also wurde auch nicht mehr eingeführt. Hippo, dieses Hippo da, oder was heißt, ist auch eingeführt worden, aber in der falschen, anders gemacht worden. Heute ändern die ja viel Rezeptur, also die Lebensmittel auch. Und so weiter. Das gar nichts mehr schmeckt, zum Beispiel Prinzenrolle auch, kann man auch nicht mehr auseinanderziehen, alles zerbricht. Da schmeckt heute alles nicht, entweder ist da was Neues drin, oder zu viel Chemie. Alles. Ja. Manches ist auch hier in Deutschland nicht an Lebensmittel erlaubt, wie in Amerika oder anderen Ländern. Zum Beispiel da irgendwie andere, weil da irgendwelche Farbstoffe, die es da drin ist. Deswegen muss man heutzutage gucken. Zum Beispiel. Es gibt ja auch diese Untermarken, die man auch kaufen kann. Also zum Beispiel Untermarke, normale Marke, teure Marke. Das ist ja dann auch so, wie man gelernt hat früher, das eine ist unten im Regal, das andere mittleren Regal, das andere oben im Regal. Da ist ja auch heute so ein Unterschied wie Tag und Nacht, ey. Also du musst dann gucken, kaufst du dies oder kaufst du dieses Produkt nicht. Oder ja, nein. Oder nein. Ja. Deswegen, wir wissen es nicht. Deswegen, damit der Lebensmittel ist dann auch so eine Sache. Oder ob die dann, wie gesagt, das hatte ich ja auch mal gehabt, auf einmal ablaufen tun die dann. Oder auf einmal stehen so abgelaufene Lebensmittel trotzdem, irgendwie im Regal und du denkst so, hä, warum kaufst du dir die? 6 Monate alt? Ja. Dann ist das Problem. Ja, und sonst, ja, sonst, Lebensmittel, dann habt ihr halt immer früher als Kind dann noch gehabt, diese, was war das? Da gibt es auch irgendwie heute gar nicht mehr. Eissorten sollen auch irgendwie aus dem Programm verschwinden, wie Bonbon oder hier so. Ihr kennt ja alles von früher noch. Alles soll verschwinden. Alles einfach. Oder zum Beispiel, ihr geht nach Lecker Lecker, ist ja auch, es gibt ja diese Unterschiedgeschäfte, da kann man auch, ja, manches, vieles kaufen. Oder Süßwaren auslädt, also gehört ja auch dahin. Da findet man dann auch so bestimmte Sachen, die dann eigentlich
also Lebensmittel im Normalfall nicht gibt oder so. Da auch ein Tipp, oder man holt dann irgendwie auch, es gibt ja diese, okay, gibt ja auch diese Untermieter, Untermachen, alles, ey. Ja. Mal gucken, wie noch teurer wird Milch, die Stadt, wird ja immer alles teurer, aber die machen dann alles heimlich, Preise erhöhen. Und du denkst dir so, ja, genau, damals noch 30 Teile gekauft für so wenig Geld, heute nur noch so gefühlt 5 Teile für so wenig Geld, ey. Ja, das ist die Zeit in den letzten 10 Jahren, dass sich richtig geändert hat, diese Generation. Deswegen gucken wir, wie weit da noch führt oder so. Zum Beispiel auch bei den Gebäck, auch alles rapide gestiegen. Heute Brot, Brötchen oder damals noch Brötchen, so richtig wenig, ey. Also konntest du es so holen für 10 Cent oder zu meiner Anfangszeit. Jetzt irgendwie gefühlt 30, 50 Cent, 60 Cent oder noch teurer. Gehen wir weg. Da kann muss auch gucken, was du holst an Gebäck oder hier Berliner oder ach, also wie gesagt, manche Leute gehen ja heute nur noch auf Angebot einkaufen oder gucken sich die Angebote Prospekt, dann gibt es auch auf dem Handy zum Beispiel so App-Vergleiche, Produkte-Vergleiche, Lebensmittel-Vergleiche, wo gehst du hin, wo gehst du hin. Aber wenn er zu weit weg ist, dann rentiert sich das auch nicht wegen Tank und Sprit und keine Ahnung was. Und also das muss wenn im Umkreis sein. Sonst lohnt es nicht, weil die meisten gucken ja dann die Stats, gucken dann so. Die meisten Leute haben auch so wenig Geld noch, dass die schon, also manche mit Essener Tafel oder zum Beispiel gehen dann irgendwie Lebensmittel spenden oder sowas. Also auch weil die so eine kleine Rente haben oder und sich diese verdammten Lebensmittel nicht leisten können. Also auch noch gelesen, also dass die meisten älteren Leute schon dann halt dann auch dahin beziehen müssen, wie Spenden, Essen da, also die Essenstafel kennt ihr auch, oder halt, oder irgendwie gucken, dass sie dort essen, also sich so ein Essensplan, also heute musst du richtig gucken, was du isst, Essensplan, die Stadt oder was holst du, brauchst du das, isst du das, wird das schlecht, vergammelt das und so weiter, also isst du das sofort, weil manche holen ja dann irgendwie Lebensmittel, aber essen da nicht, oder es liegt irgendwo in der Ecke verfault. Bevor du das dann für mehr Geld kaufst, dann lieber weniger einkaufen und öfters gehen. Oder manche machen ja dann diesen Wocheneinkauf. Okay, wenn du Großfamilie bist, dann machst du ja Wocheneinkauf. Aber sonst, wenn du so alleine wohnst oder so, sehe ich auch welche, die gehen dann dreimal die Woche einkaufen, aber wenig. Großfamilie einmal die Woche, aber dann musst du gucken, was du kaufst, was nicht abläuft oder was Frisches oder. Also, wie du das kochst oder wie du das machst. Musst du dann gucken, bei der heutigen Zeit, wenn ich glaube, Milchprodukte noch mehr steigen, ich weiß nicht, ey, weil da hat man ja gesehen, das Beispiel. Okay, irgendwie alles, auch jetzt hier Knabberzeug, die ist da auch gestiegen, ist mir aufgefallen in den letzten Wochen. Auf einmal von 99 Cent oder 1 Euro noch was, auf einmal irgendwo 2 Euro, 1 Euro noch was. Ja, das ist einfach so, irgendwann so 5 Jahre weiter, alles so 5 Euro, 6 Euro, 7, 8 Euro. Keine Ahnung. Vielleicht kannst du statt 5 Lebensmittel nur noch 2 Lebensmittel leisten. Oder 3. Keine Ahnung. Mal schauen. Mal gucken, wo das hinführt. Oder halt, wie früher, das Geld geht kaputt, ey, irgendwann. Und du kannst das denn, du weißt ja nicht, damals auch so mit Brot. Ich werde das von früher kennen. Oder andere Lebensmittel. Alles. Ja. Und sonst, ich weiß ja nicht, dann diese Lebensmittel, frische Sachen, saisonbedingt musst du dann auch gucken, was du machst, welche Ideen, welche Rezepte. Und alles. Halt alles. Und sonst, und sonst haben die ja gesagt, gucken, was noch einge. Sonst werden ja mal neue Lebensmittel hier eingeführt. Zum Beispiel, die dann keiner kennt. Oder die, ihr kennt ja auch diese Lebensmittel von diesen. Warte mal, jetzt kam ja auch diese Mario-Pizza irgendwie. Oder auch der. Also, du kennst ja diese Stars. Zum Beispiel, hier auch bringen dann ihr Getränk raus. Oder ihre Pizza essen. Keine Ahnung, schlag mich tot oder so. Aber schmeckt da nicht. Also, Leute. Oder irgendwie, dieser Schokopizza.
Also alles, was Neues oder von den Zeit ist einfach mir so, warum unterstützen? Hä? Also das ist irgendwie überflüssig mit diesen Lebensmitteln, auch hier wieder eine letztens Kaugummi rausgebracht hat, einfach bringt ihr mal ihr eigenes Label-Produkt raus. Aber Leute, dann so probiert ihr das? Nee, schmeckt nicht. Also kannst du die Finger von weglassen. Also Leute, kauf nie vom Star irgendwelche komischen Getränke, Essen, Pizza, keine Ahnung was. Deswegen, also lasst diese Lebensmittel einfach dann liegen. Und guckt, wichtig, guckt immer auf das Datum, weil manchmal sehe ich auch, dass die trotz irgendwie aufräumen, irgendwie auch manchmal abgelaufene Sachen da drin sind. Oder halt, du guckst dann so, was ist heute im Angebot teurer oder dies oder das. Und allem. Und du guckst dann so, ja, alles so, Qualität. Die Leute müssen ja auch diese Tierprüfsiegel drauf haben, oder bestimmte Voraussetzungen müssen die Lebensmittel auch erfüllen. Damit die überhaupt zugelassen ist, damit steht dann aus welchem Land die Herkunft und so weiter, auch hier bei der Fleischtheke und so weiter. Da kam ja auch irgendwie so ein neues Gesetz 2023, also mit diesen Lebensmittel, Sachen, Siegel, alles und so weiter. Ja. Und sonst, wie gesagt, könnt ihr mal selber drauf achten oder so, weil also was rausgenommen worden ist von Nostalgie früher, was es heute nicht mehr gibt, welche Rezeptur sich geändert hat, was nicht mehr schmeckt und so weiter. Schreibt das unten in den Kommentaren mal, was euer Lebensmittel oder wie ihr lebt oder welche Lebensmittel ihr am liebsten mögt oder so. Schreibt es unten in die Kommentare. Falls euch das gefallen hat, liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Morgen nächstes Thema, nächster Podcast, wie gesagt, jeden Tag Podcast auf meinem Kanal. Ciao. 150 Mal in einer Minute, pumpt deine Passbox mit.